Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Sunder Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Euro Truck Simulator 2. Und wir fahren heute von Hannover nach Osnabrück. Klebeband heute. Fahren wir nach Osnabrück. Ich würde sagen, wir nehmen den Auftrag an. So. Komm, lade jetzt bitte. Ich will hier fahren. Ich habe natürlich hier wieder mein Lenkrad. So. Es lädt. Ah, jetzt ist es gestartet. Okay. Okay, so. Ist die Kamera denn so komisch? Hier den Sitz einmal nach hinten. So, okay. Gang rein muss ich noch machen. Kann ich rausgehen? Yes. Wir fahren im Wasser. Wo fahren wir jetzt nochmal hin? Ich hab's schon wieder vergessen. Traders. So heißt anscheinend die Marke. So heißt die Firma, meine ich, nicht die Marke. So. Okay. Dann einmal hier nach rechts. Junge, wie groß ist denn dieses Gelände von denen, Alter? Größer als manch andere. Ich dachte gerade, das wäre McDonald's hier, dieses Logo da oben. Aber das ist doch nicht gewesen. So. Okay. So. Fahren jetzt ein bisschen schneller, aber macht dann nichts. So. Ey, warum ist denn jetzt hier eine Ampel, Alter? Ihr wisst ja, bei roten Ampeln immer über fahren, ne? Also nie anhalten. Rot bedeutet immer grün. Und grün bedeutet immer rot. Das habe ich hier gerade. Oh, ein Auto. Und es leckt schon wieder ein bisschen. Das kann ich schon wieder nicht identifizieren, warum. Es leckt aber nicht nur bei mir. Nicht nur im Video, sondern bei mir tatsächlich auch. Es liegt wahrscheinlich schon wieder daran, weil wir hier in der Stadt sind. Aber ja, schaffbar schon. Junge, was ist das eigentlich für ein Motorzaun? Hört einfach gar nichts. So. Ey. Kurve zu scharf genommen hier. So. 129 Kilometer fahren wir jetzt noch. Nach, keine Ahnung wohin. Ich hab's schon wieder vergessen, aber ich kann hier irgendwie nachgucken. Ne? Zielort Osnabrück. Ah ja, da fahren wir. Osnabrück. Klebeband rollen, genau. So. Dann mal uns auf den Weg machen, Leute. Wie geht's euch? Mir geht's gut. Wir sind jetzt noch in Hannover und gleich nicht mehr, was mich sehr freut. Dann leckt's nämlich weniger. 80 dürfen wir fahren. Ja, fahren wir doch. 86. Toleranz und so. Fahren wir 85. Ne, 84. Gut, jetzt sind's 85. Hannover war ich auch noch nie. Und Osnabrück auch noch nie. Habe ich schon oft genug gesagt, wo ich noch nie war. Aber ich sage es immer wieder. Leipzig, da war ich mal. Und Köln, glaube ich, auch mal. Aber ich bin auch auf der Gamescom ja wieder in Köln. Hab ich ja schon erzählt. Warum leckt es jetzt schon wieder? Also, 25.08. bin ich ja wieder in Köln. In der Gamescom. Aber am letzten Tag. Ach, hier ist wieder diese Brücke mit dem Wasser, ne? Ah, die kommt mir bekannt vor. Da waren wir ja schon mal letztens. So. Oh, hier ist ganz schön viel Graffiti. Da haben die sich mal ein bisschen ausgetobt hier. Ich würde gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr von Graffiti haltet. Also, wenn es gut aussieht, finde ich es gut. Sollte aber natürlich jetzt nicht an Gebäuden sein, also an Wohnungen, die irgendwie
jemandem gehören oder an Häusern, sondern an so Dingen wie, ja, wie sagt man? Ja, was soll ich da? An Dingen wie, wo man es darf, also wo es auch extra so Wände für gibt. Denke gewiss, was ich meine. Ja. Warum fahr ich schon wieder so komisch? So. 17, 17, 18, 19. 85% Zollzeule gewittern. Also jetzt gleich um 16 Uhr. Was es eh nicht wieder tun wird. So, ich fahre jetzt über Rot. Oder warum leckt die Kacke immer so? Ich hasse das bei Eurotoxin Auto 2. Deswegen habe ich mir auch gedacht, dass es bald auch keine Videos mehr von diesem Let's Play gibt. Ich habe ja jetzt auch schon sehr viele Videos gedreht. Ich glaube, ungefähr 60 oder 70 von diesem Spiel. Also langsam wird es auch Zeit, mal so ein bisschen hier aufzuhören damit. Aber mir macht es irgendwie immer noch trotzdem Spaß und deswegen ist das ein Kanal. Nee, ist auch was, okay. Sorry Hannover oder warum ich bin. Ne, diese Kurve, die ist ein bisschen scharf. Bitte nicht umfallen. LKWs tun nämlich gerne mal Unfall. Umfallen. Deutsch ist auch nicht mehr so das Beste. Muss ich jetzt hier auf die rechte Spur? Ne. Ich wollte gerade auf die rechte Spur, aber muss ich nicht. Okay. So. 107 Kilometer noch. Aufbleiben tatsächlich. Jetzt muss ich nach links, weil ich will nicht in die Tanke reinfahren. So. Okay, wir fahren jetzt 90 und 98 Kilometer noch. Das ist doch schon mal gut. So. Okay. 78 Kilometer noch. Was steht da? Heldheim? Die 69. Also Kilometer noch, meine ich. Osnabrück, da steht es doch schon. Und Amsterdam, ist Amsterdam in der Nähe oder was? Also weil das beides rechts geht. Also anscheinend ja schon. Okay. Da blinken war doch schon mal. Ich höre gar keinen Blink-Sound. Hört ihr eins? Also, ich denke mal, ihr hört's, aber ich nicht. Ah! Mann, jedes Mal, also in jedem Video ramme ich hier irgendwie so eine Scheißwand. Jedes Video ist nie so clean. Ja, ich glaube, ich sollte mal eine Folge machen, so ein Tag oder einmal fahre ich nach Regeln, also auch nicht über rot-grüne Ampel. Genau. Da ist sogar die Polizei, die rufe ich jetzt auch erstmal. Moin! Okay. Sind jetzt. Oh, jetzt sind wir bei 45 Kilometer. Die 45 Kilometer. Auto überholen verboten. Warum? Hier ist doch gar nichts. Ja, gut, man kann vielleicht von geradeaus nicht sehen, ob da was kommt. Deswegen ist es. Oh, die Polizei. Ja, ich fahre 67, ich darf das, oder? Aber die Polizei ist auch sehr schnell gefahren, also. Ja, guck, die fahren ja alle schneller als ich. Okay, jetzt fahre ich auch schnell, weil hier unbegrenzt ist. Also, was heißt, das Schild heißt doch unbegrenzt, oder heißt das aufgehoben? Die 16, 60 aufgehoben. Weil bei mir steht immer noch 60. Liegt aber daran, dass ich ein LKW bin, deswegen darf ich wahrscheinlich nicht schneller fahren. Was ich aber mache, wie man hier sieht, ich fahre fast 100. Ja,
Also niemand hält sich aktuell an den Regeln. Von daher passt das. Ja, guck mal, hinter mir ist ein Auto, was mich jetzt gleich überholt. Nicht überholt, weil dann LKW kommt. Aber jetzt überholt. Überhol mich. Aber jetzt überholt er mich nicht, ne? Warte, ein Atze. Sowas habe ich ja auch noch nicht gesehen. Ach ja. Ganz Menschen hier. So. Osnabrück nach links. Ja, da will ich hin. Moin, Bus. Ein Bus ist doch auch ein LKW, oder? Also ich finde, ein Bus ist natürlich auch... Also es könnte auch ein LKW sein. Ja. Das Ding ist jetzt gleich komplett Schrott. Zur Werkstatt. Ja, Werkstatt, da bitte. Och nö, jetzt müssen wir noch weiterfahren, oder was? Hey. Da will ich einmal richtig fahren und dann knall ich da in so eine Kack-Leitplanke rein. Nee, den Pandienst bezahle ich nicht. Das ist ja nicht mein LKW. Fahr jetzt. Aha, er ist angesprungen. Let's go. Wie weit müssen wir noch? 2 Kilometer. Wir haben einfach einen kaputten LKW jetzt gleich da angebracht. Ja, perfekt. Noch mehr Schaden. Jetzt juckt's mich auch gar nicht mehr. Jetzt fahre ich hier in jedem Auto rein. Moin, Polizei, was geht? So. Ich frage mich jetzt, wie viel wir gleich bezahlen müssen. Also ich habe jetzt noch 29.000. Gleich bin ich 5.000 Euro ärmer. Rein hier in die Kurve. Ich glaube, ihr habt sogar das Rütteln gehört. Das ist nämlich mein Lenkrad. Ja. Let's go. Wir fahren hier ein bisschen Schlangenlinien durch. Moin, Auto. Wie geht's dir denn so, mein Freund? Rein hier. Bitte nicht gegen die Mauer. Fahren Sie weiter. So. Angekommen. Wie viel bezahle ich für die Spritztour hier? Bitte nicht so viel, ich will nicht so viel bezahlen. Annehmbar. Nur 487 Euro. Und wenn ich das jetzt selbst repariert hätte lassen, wäre es viel teurer gewesen. Wir drücken auf Fortfahren, Leute. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auch in meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr keine mehr verpasst habt. Haut rein, Leute, euer Sandro.